Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video von unserem Kanal stickerpoint.de und wir haben heute nochmal ein Magitex Bundesliga Opening. Und zwar öffnen wir das Megapack mit XXL Inhalt. Wir haben hier dabei 125 Karten, 5 limitierte Karten sind hier inklusive und wir können in diesem Megapack Combo Autogrammkarten ziehen oder auch Relikkarten, also Karten mit Trikotstücken oder halt eben spezielle Combo Autogramme, wo dann eine Legende aus dem Verein und ein aktueller Spieler mit dabei sind. Da gibt es unter anderem Yogi Löw und Vincenzo Grifo, Lucio und Tapsoba und Mario Basler ist auch mit dabei. Fehlt mir aber, ich glaube, Paul Wanner ist da der Gegenpart. Also richtig, richtig geile Karten. Und das wäre natürlich der absolute Knaller, wenn wir so eine hier heute rausziehen würden. Oder halt eben eine Relikkarte. Ich sehe schon, wir haben hier okay. Wir haben hier einiges an Text. Ja. Werden wahrscheinlich jetzt irgendwie spezielle Packs sein. Hier sind die limitierten Karten wahrscheinlich mit dabei. Gucken wir uns dann später an. Und hier sind die 2, 4, 6, 8, 10. 10 Packs, A12 Karten. Das sind 120 plus die 5 limitierten. Sind wir bei den 125 Karten. Und ja, wir schauen einfach mal hier rein. Die Packs hier sind jetzt wahrscheinlich random sortiert. Das heißt, da kann eigentlich alles passieren. Nur, ich glaube, wir können hier keine normale Autogrammkarte ziehen. Schauen wir einfach. Schauen wir einfach mal was. Wir haben hier Martinovic, Schmitz und Rizzo Dorn. Young. Zweite Pack und starten rein mit Jeremy Frimpong, Ansgar Knauf, Rocco Reitz, Kevin Volland, Matthias Bader, Jiménez, Vincenzo Grifo, Jakobsen, Salifu, Ingelsson. Dann haben wir hier Taimen Goppel und Michael Gregoritsch als Starspieler. Ich bin wirklich mal gespannt, was wir hier noch ziehen werden heute. Ich bin auf die Limitierten gespannt und natürlich gespannt, ob wir ein Relic oder ähnliches drin haben. Bin mir halt nicht sicher, ob wir dann nicht vielleicht schon hätten ein zweites Pack oder so mit dabei haben müssen. Schauen wir einfach. Wir haben hier Schimmer, Jonas Wind, Andreas Müller, Jannik Dehm, Wanizek, Simon Atzer, Matchwinner und Jerome Roussillon als Topps Heritage mit Kartendesign von 2009-2010. Auch schon ein gutes Stück her. Und wir haben hier im nächsten Pack Arne Meyer, Paccarada, Dominic Kor, Giovanni Reyna, Mohamed Damar, Maximilian Arnold, Braden Manu, Romano Schmid, Takuma Asano, Mario Götze, Stefan Bell und oh, Club 100. Erstmal realisieren, das muss erstmal bei mir ankommen. Döki. Döki als Club 100 mit 100 Verteidigung, 100 Angriff. Sehr, sehr nice. Schöne Karte, die wir hier gezogen haben. Und das meine ich mit random sortierten Packs. Also normalerweise ist es in jedem 24. Pack, glaube ich, eine Club 100 Karte drin. Und ja, das ist halt der Vorteil daran, wenn die Karten nicht sortiert sind, die Packs nicht sortiert.
Benjamin Šeško, Seguin, Adrian Beck, Frank Honorat, Frederik Brunow, Josua Kimmich, Nikolas Höfler, Jakobsen, Veljkovic, das Freiburg Club Logo, Naby Keita als Starspieler und Julien Duranville als Rodiam. So, wir haben noch 5 Packs. Wir sind bei der Hälfte. Wir haben Guter. Peters. In Damen. Antje Olsson. Emre Can. Ilas Bebu. Edle Baku. Und Axel Zagadou. Öztunali, Florian Kainz, Genki Haraguchi und Erling Haaland. 60 Jahre Bundesliga. Erling Haaland. Sehr nice. Sehr, sehr strong. Der gute Erling. Mittlerweile für Manchester City unterwegs. Ich denke, das hat jeder mitbekommen. Premier League zerschossen in der ersten Saison. Einfach Wahnsinn, was der Mann abgerissen hat in den letzten Jahren. Schon echt krass. Der ist, wie ist er jetzt? 22? Ist schon. Wir haben hier Marcel Halstenberg als Matchwinner. Dani Olmo als Starspieler und Arjon Ibrahimovic als Podium. Schaverschlag. Schallen. Timo Hüb. Hören. Das Wolf. Nikolai Vasili. Vasilj. Onsak. Sané, Warteng, Sebastian Maximilian Thalhammer und Starspieler Gregor Kobel. Das Starspieler-Design gefällt mir immer noch mit am besten. Diesen Holo-Effekt, der über die Streifen geht, ist schon echt richtig geil. Und im nächsten Pack haben wir hier Arthur, Sebastian Rode, Idira, Jason Lee, Kenneth Schmidt, Miet, Kevin Vogt, Schuhe, Rittmüll, Maxim Mittelstädt, Werder Bremen-Wappen, Robert Gumni und Oliver Baumann. Ying und Yang. Nur Ying. So, letztes Pack, bevor wir in die entscheidende Runde gehen. Wir haben Demirovic, Ball, Mats Hummels, Kühlwetter, Thomas Müller, Keitel, Daschner, Behren, Franke. Hier sind natürlich alle umgedreht. Euer Fernandes, Rani Chaka und Fabio Carvalho als Podium. Das war doch auf jeden Fall schon mal eine starke Ausbeute aus den 10 Packs. Einen Club 100 und einen Erling Haaland. Und wir haben hier noch das Pack mit den Limited Edition Karten. Wir haben hier. Oh. Meisterschale, zweite Bundesliga, Limited Edition. Nice aus. 100 Angriff. Dann haben wir den offiziellen Spielball. Dorsch. Riedel. Bicic. Und die Pappkarte, damit man es nicht abwiegen kann. Gut. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß, dass die drei hier in Reinfall waren. Die beiden hier sind neu, ja. Aber die drei hier haben wir auch in den letzten Packs gezogen. Aber das ist nicht so schlimm.
Limited Edition Cards am Start. Erling Haaland ist mit dabei. Und ein Döki Club 100. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, die Ausbeute gewesen. Leider keine Combo-Autogrammkarte gezogen, aber kann ja auch nicht immer alles haben. Deswegen würde ich mich hier an dieser Stelle sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, schönen Abend euch noch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.